quasi nebeneinander fliegen. Das ist also einmal eine vierstrahlige Tankermaschine oder sowas. Und darunter fliegt eine AWACS-Maschine mit dem Topser oben drauf, ne? Mit der Radarschüssel. Kann man jetzt nicht so gut sehen, aber ich mach mal eben weiter. So, also schön parallel. Und gleich reißt der Strahl ab von dem einen da. Und der fliegt jetzt ganz ohne weiter. Er gibt sich auch gleich raus. Hier, da ist die AWACS jetzt. Da, ne? Da sieht man die Schüssel auch ganz schön. Geht raus, bleibt aber in der gleichen Entfernung. Also er nimmt nicht irgendwie Gas weg oder so, das könnte er sowieso nicht schlagartig. Und gleich fängt er an, zack. So. Ja. Also das ist physikalisch vollkommen klar, eine Unmöglichkeit. Da muss der vorher also was drin gehabt haben und abgeschaltet haben und dann hat er wieder eingeschaltet. Also mit Kondensstreifen kriegst du das auf keinen Fall erklärt. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben die dann auch versucht, ja, der hat Gas weggenommen, ja, der müsste aber langsam werden. Ne? Er wird aber nicht langsamer. Ne? Also das geht überhaupt nicht. Und ja, und hier
Moment.